So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rock of Ages. Hier auf meinem Kanal. Wir sind heute bei Rennes in Frankreich. Das finde ich geil, dass das einfach nur so aufgebaut ist. Wir gucken mal, gegen wen wir heute kämpfen. Excuse me? May I ask if you have seen, Oh mon Dieu! Je savais que vous viendriez! Oh, Jesus. Je suis prête à détruire l'ennemi! Oh? Ici, nous mettrons les catapultes et les lanciers. Et bien sûr, n'oublions surtout pas que nous devons verser de l'huile bouillante sur les soldats. Oh, Dieu a adoré mon plan. Je suis si heureuse. Was geht denn ab bei denen? Alter! Diese sinnlose... dieser Style von diesem Spiel ist einfach nur... Genius! Ist einfach geil. So, machen wir mal ein bisschen leiser wieder. So. Nehmen einen Felsblock. Warum sollte man noch... Also jetzt im Moment... Oh, guck mal hier, spring auf die feindlichen... Guck mal, man kann hier... Aber wir haben keine Stärke. Ah ne, wir bleiben dabei. So, jetzt nehmen wir... Was nehmen wir uns heute mit? Das hier natürlich hier. Die Kühe waren auch recht lustig. Und das. Puh, der kennt das schon mal. Komm, wir nehmen den hier weg und wir machen mal das hier hin. Und wir sind mal bereit. Ich möchte mal gucken, was passiert. Schöne Map. So, wir starten. Alter, wo starten wir denn? Hier oben. Geht hier runter, hier um die Kurve. So. Ja, wo könnte man dann am besten? Hier unten könnte man am besten erstmal die Abwehr hinbauen. Vor allem hier vorne ein bisschen ausbremsen. Und das braucht ein Viererfeld. Machen wir so. Und so. Wir haben noch Geld übrig. Für 215 hätten wir noch hier unten was reinpacken können. Na gut, ich glaube, wir sind mal bereit. Ah. Gegen wen spielen wir nochmal? Können wir das irgendwie sehen nochmal? Diese Damen, diese Frau. Werden wir platt machen, bis zum geht nicht mehr. Komm, 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 komm. Schnell unterwegs, aber es passt schon. Wow! Das war fies. Das war wirklich fies. Ah, okay, die kommen ziemlich gut durch meine Abwehr durch. Schade. Ah, guck mal, die nimmt die Abkürzung. Wir nehmen mal die Abkürzung nicht mehr. So. Schon mal gut, wenn wir so ein bisschen Map kennenlernen. Was ist ein Windrad? Ermittelte Geschwindigkeit, beschädigter Block 127 Schaden, ist nicht gerade das viel. So, aber wir haben 2000 Punkte, so gucken wir mal. Ich
hab nie aufgepasst, was die eigentlich machen, richtig. Die Abkürzung hier ein bisschen stoppen. Und hier unten noch irgendwas hin. Und jetzt warten wir wieder, bis wir... Oh, wir sind ja schon ziemlich schnell. Also... Entweder schnell mit dem Bauen oder... ziemlich langsam mit dem Bauen oder ziemlich schnell gerade, dass es fertig war. Gut, gut, los, 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 los. Ja, da drüben mache ich aber nicht lang. Das muss er doch eigentlich, sie schon aus der ersten Runde gelernt haben. Alter! Nee, da gehe ich sicherlich nicht nochmal lang. Oh, das war knapp. Ist ja eigentlich schon bei meiner Abwehr vorbei? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Müsste eigentlich. 117 voll maximale Geschwindigkeit. Oh. Oh nein, sie kommt jetzt. Sie war schon an meiner Abwehr. Ah, schade. Schade, schade, schade. So, 2700 Punkte. Wir müssen noch mal was bauen. Lieber Menzi. Oh, die hat mir die ganzen... Och, ma. Da muss er mal durchkommen. Da muss er durchkommen. Oh, wir beide fahren gleichzeitig los. Ich werde gleich am Anfang aufgehalten. Flieg, 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 lieber Menzi, flieg nicht ins Feuer. Oder Explosionen. Da ist so ein Scheiß, die Falle. Ich kann überhaupt nicht leiden. So, oh, was ist denn das? Die hat so einen Ball mit einem Schutz oder was? Geil, sie ist aber durch meine Abwehr durch. Ja nichts. Die Kühe halten echt gut auf. Das ist Wasser. Ab ins Wasser. Bisschen was. Er geht sogar runter. Na, sie ist durch. Na, nein. Oh. Also jetzt kommt wirklich drauf an, wer hier wen aufhält. Wird nicht. So, der Gegner rollt und wir müssen auch gleich los. Wir müssen auch gleich los. Ah, sie hat draus gelernt, aber es bringt ihr trotzdem nicht. Da ich schlauer bin und über alles drüber hüpfe und sogar diese Runde jetzt noch gewinne, wenn ich weiter so mache. Nein! Ich werde die Runde noch gewinnen. Ich sehe es. Weil ich aber auch der Champion auf Rock of Ages bin. Ich bin der Champion. Ich weiß noch nicht mal, wie das Spiel heißt. So gut bin ich. Ach nein. Nein!
Nein! Wieso? Wieso? So, da wir gerade eben das nicht geschafft haben, möchte ich das nochmal machen. Das ist natürlich kein Problem, aber ich habe natürlich mit Absicht verloren. So. Die. Und die Bank. Obwohl ich noch gerne die Kühe hätte. So, und dann machen wir uns bereit und legen wir jetzt mal los und machen die halt fertig. Also die Kühe sind ja richtig gut. So, jetzt müssen wir mal erstmal gucken. Guck mal, hier sind ist eine Mine. Jetzt müssten die rausgehen und sammeln. Das ist super so. So, und dann machen wir hier aber trotzdem weiter unsere Abwehr wieder hin. So. Und falls sie durchkommen, haben wir hier unsere Küchen. Und die Dinger werden teurer, desto öfter man sie baut, oder? Also wir haben drei so welche Shots. Ja, drei davon. Okay, gut zu wissen. Warum kann er früher losrollen als ich? Achso, die hatten Ball, der schnell fertig ist. Und ich glaube auch, dass der Ball etwas mehr aushält oder so. Was soll denn das für ein Dreck? Aber ich bin gut gelandet. So, sie hält sich dort ein bisschen auf. Das finde ich sehr, sehr gut. Ey, die kommt dort nicht vorwärts. Die kommt dort einfach nicht vorwärts. Finde ich geil. Doch, doch. Ah, ja, gut, ich bin ins Wasser gefallen, aber dafür habe ich seine Bank zerstört. Das heißt, er bekommt nicht mal ganz so viel Geld. Was eigentlich ziemlich gut ist. Ah, komm, 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 komm. Maximale Geschwindigkeit und volle Stärke, das ist so sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir mal hier gucken. Wir sind ziemlich, ziemlich mitgenommen an der Stelle. Macht aber nichts. So, jetzt wollen wir aber noch eine Bank bauen. So, ja, die wird jedes Mal teurer. Auch mal nicht schlecht zu wissen. So, das ist natürlich die Frage. Ich würde sagen, wir bauen noch eine Bank so. Da kommen wir noch ein bisschen schneller ans Geld ran. Das Ding wir auch noch mal hierhin, nicht gar nicht mal ganz so dämlich, glaube ich. So. Dann sind wir ja fertig, dann können wir jetzt weitermachen. Ich finde es geil mit den Kürzeln, finde ich auch ziemlich gut gemacht. Das hat es ein kleines bisschen geleckt, aber Pille-Palle. Zum Glück keine Kuh mitgenommen, aber ich hänge hier fest. So, Gegner rollt. Ich sehe sowieso, hier hinten ist sowieso alles wieder mit Bomben zugebaut, habe ich doch gesagt. Aber ich komme drüber weg, das ist sehr, sehr gut. Und ich weiß, ich könnte in den letzten Aufnahmen und allem möglichen so ein bisschen laut sein. Ich habe ein bisschen was an meine Lautstärke am Mischpult rumgeschraubt. Und dadurch, dass ich meine gleiche, ich sage jetzt mal gleich Entfernung benutze, bin ich genauso laut wie eben, oder lauter als sonst, weil ich ja näher am Mikrofon dran bin. Vielleicht werde ich das ja irgendwann mal jetzt ändern. Und ich sehe gerade, wie einfach das eigentlich ist, zu gewinnen. Schade, der Ball ist durch. Schade. Also können wir jetzt hier noch was Schönes machen.
Ist ja die letzte Runde, so. Wir bauen jetzt einfach mal alles hier mit voll. Am besten wird man reingeworfen. So. Was will man mehr? So, wir bauen noch ein so ein Sprungding. Hier schön mit in die Mitte rein. 480, aber ich bin mein, alles wird teurer, oder? Täusche ich mich? So, und wir machen los, los, los. Kurzel C, Kurzel C, Kurzel C. Und wir haben das Game bestimmt gewonnen. Diese Drecksfallen! Die vergesse ich jedes Mal. Guck mal, da oben, wer da oben... Ich meine, hier war noch was gewesen. Nein! Schade. So. Kann die Mauer wieder aufgebaut werden oder sieht die so einfach danach aus? Oh, fuck. Das war gar nicht mal so dämlich gelöst. Das war aber dämlich gelöst. Und guck mal, wie sie dort unfertig gemacht wird. Ich liebe es. Das ist ja keine Ahnung. Da stand vielleicht mal irgendwas oder sowas. Und wir haben gewonnen. Wir haben nicht gewonnen. Nein, da fehlt ein kleines bisschen. Oh, mittlere Geschwindigkeit. Nein. Gott verdammt mich. Was soll denn das? Zu früh. Ah, schade. Elektrisch Gnadin. Oh, jetzt fliegt er hier runter. Der Feind ist doch... Ja! Oh, wie nice ist das denn bitte? Alter, ich liebe das. Hier vorhin die Banken. Die Banken sind einfach so eine halbe Cheat. Also, hat man die Banken, dann hat man genug Geld. Habt ihr gesehen, aber noch eine Falle gewesen. So eine... Trapdoor. Oh, fuck. Wie spät haben wir denn eigentlich? Oh, wir haben schon so spät. Oh. Also bei mir haben wir schon Viertel nach vier. Ja. Dieser Dreck. Also selbst wenn sie jetzt durchkommen würde, keine Chance. Ich würde aushalten. Ich habe gedacht, es klappt vielleicht. Ich habe gedacht, das klappt. Nee, dann klappt es eben nicht. Ey, ich kann dich doch bestimmt nur dran rollen. Und hab gewonnen. Nein, da sind bestimmt Bomben. Nein, war sie nicht. Aber wir wollen ja nichts anbrennen lassen. Kann man ja eigentlich alles kaputt machen? Nee, doch. Ha, ich versteck mich. Jetzt sage ich halt, hält nicht aus, aber wir haben gewonnen. Oh, wir brauchen, glaube ich, überall zwei Versuche. Oh, nice. Gut, Leute. Mal gucken, vielleicht haben wir jetzt irgendwie wieder was freigeschalten. Genau, wir haben ja jetzt das hier noch. Und da haben wir die Bomben. Sprengstoff.
Nice. Gut, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen unten. Denn wir sehen uns nächstes Mal wieder wahrscheinlich hier unten, weil was anderes können wir ja nicht machen. Doch, das hier oben. Also einen von den beiden können wir hier unten auch noch. Also Garten Eden oder Holland. Ich werde mal schauen. Bis zum nächsten Mal, sagt ihr mir das Wort. Ciao, ciao.